Herzlich willkommen zum Thema Was ist eine Funktion? Du solltest dir bereits das Intro-Video angesehen haben. Testen wir dein Wissen. Notiere die drei Eigenschaften, die du aus dem Intro-Video noch kennen solltest. Okay, vergleichen wir. Also, jedem x wird ein y, nicht zwei oder mehrere zugeordnet. Aber Achtung! Zweitens, mehreren x kann das gleiche y zugeordnet werden. Und drittens, allen x muss ein y zugeordnet werden. Du weißt auch schon, wie alle x und alle y genannt werden. Denke kurz nach, vielleicht erinnerst du dich. Es geht um Mengen. Alle x nennen wir Definitionsmenge und alle y nennen wir Wertemenge. Wenn du noch Unklarheiten hast, sieh dir bitte das Intro-Video noch einmal an. Wenn alles klar ist, dann kann es mit dem Basic-Video nun weitergehen. Im Basic lernst du die Begriffe abhängige und unabhängige Variable kennen. Du wirst lernen, was eine Wertetabelle ist und wie man sie aufstellt. Schließlich zeige ich dir, wie man eine Funktion auch zeichnen kann. Dazu brauchst du ein Geodreieck, einen Stift und ein paar Blätter Papier. Die Zeichnung mit den Zahlen und Pfeilen ist dir bereits bekannt. Um mit Funktionen zu arbeiten, benutzen wir eine andere Schreibweise, nämlich die mit der Funktionsgleichung. F von x und y meinen dabei beide dasselbe. Die Funktion von x ist y. Sehen wir uns die Funktion f von x ist gleich x plus 3 an. Setzt man für x die Zahl 1 ein, so ergibt sich 1 plus 3 ist gleich 4. Dem x 1 wird das y 4 zugeordnet. Sieh dir zum Vergleich die Zeichnung an. Y oder f von x erhalten wir, indem wir einfach in die Gleichung unser gewünschtes x einsetzen und rechnen. In diesem Fall müssen wir zu unserem x die Zahl 3 addieren. Mit der gleichen Vorgangsweise erhalten wir, dem x2 wird das y5 zugeordnet und dem x3 wird das y6 zugeordnet. Das heißt, der Wert von y oder f von x hängt vom Wert von x ab. Wir bezeichnen y deswegen auch als abhängige Variable. X können wir frei aus der Definitionsmenge wählen, deswegen bezeichnen wir x auch als unabhängige Variable. Bevor wir weiterarbeiten, bist du jetzt noch mit einer Berechnung dran. Vervollständige diese letzte Zeile. Wie lautet der y-Wert, wenn du für x 4 verwendest? Die richtige Antwort lautet 4 plus 3 ist gleich 7. 4 wird also 7 zugeordnet. Um eine Wertetabelle zu erstellen, müssen wir die Werte für x und die Werte für y auf diese Art aufschreiben. In der ersten Spalte schreiben wir die unabhängige Variable x und in der zweiten Spalte die abhängige Variable f von x, also y. F von 1 ist gleich 4, also schreiben wir in die erste Zeile einen 1er und dann einen 4er. Du hast die Wertetabelle ja auch aufgezeichnet. Fülle sie für x ist 2, x ist 3 und x ist 4 aus. Vergleiche deine Wertetabelle mit meiner. Sind sie gleich? Na, das war doch gar nicht so schwer, oder? So, nun geht es ans Zeichnen. Hast du alles bereit? Du zeichnest gleich mit mir. Wenn es dir zu schnell geht, pausiere bitte das Video. Also, fangen wir an. Ich habe bereits die Funktion aufgeschrieben und die Wertetabelle für die Werte 0, 1, 2 und 3 ausgefüllt. Nun nehmen wir unser Geodreieck und unseren Bleistift zur Hand und fangen an mit der ersten Linie.
Hier unten. Diese Linie endet in einem Pfeil und wir schreiben dazu x-Achse. Nun müssen wir einen rechten Winkel machen und das machen wir, indem wir uns diese Linie auf dem Dreieck zu Hilfe nehmen und über unsere gezeichnete Linie legen. Das ist die Y-Achse. Nun müssen wir noch unsere Schritte markieren. Das machen wir, indem wir hier kleine Linien nach oben zeichnen und die Zahlen dazu schreiben. Das gleiche machen wir auf der Y-Achse. So, das ist unser Nullpunkt, also schreiben wir ein Null hinzu. Jetzt sehen wir uns die Wertetabelle an und sehen, bei dem Wert x gleich 0 hat die Funktion den Wert 3. Das heißt, wir gehen bei der x-Achse auf den Nullpunkt und dann drei Schritte hinauf und zeichnen unseren ersten Punkt ein. Dann gehen wir eine Zeile weiter runter und sehen, bei x gleich 1 hat unsere Funktion den Wert 4. Das heißt, wir gehen zum 1er auf der x-Achse und gehen 4 Schritte hinauf. Bei x gleich 2 haben wir den Wert 5. Also legen wir unser Dreieck bei x gleich 2 an und gehen 5 Schritte hinauf. Nun können wir noch alle weiteren Punkte einzeichnen für alle Werte, die wir in der Tabelle haben. Um das Video ein bisschen abzukürzen, reichen uns aber auch drei Punkte. Das heißt, wir legen unser Dreieck an den drei Punkten so an, dass sie auf einer Linie liegen und zeichnen unsere Funktion. Diese Linie ist unsere Funktion f. Vergleichen wir. Sieh dir das Bild genau an. Sieht deine Zeichnung ähnlich aus? Gut gemacht. Die rote Linie heißt Funktionsgraph oder Graph der Funktion f. Alle Punkte, die wir aus der Wertetabelle ablesen, liegen auf diesem Graphen. Versuche das gleich einmal. Wenn x 5 ist, dann ist y. Welche Zahl wurde für x eingesetzt, wenn y gleich 3 ist? Der Graph einer Funktion muss nicht immer eine gerade Linie sein, aber dazu später mehr. Die grün gestrichelten Linien zeigen dir, wie man die Zeichnung richtig liest. An der Stelle x ist gleich 2 hat die Funktion den Wert 5. Das stimmt mit den Zahlen in der Wertetabelle überein. Du solltest nun mit Funktionen in Gleichungsform rechnen können, eine Wertetabelle aufstellen und einfache Funktionen der Form x plus eine Zahl zeichnen können. Vielen Dank für deine Mitarbeit und wir sehen uns im Mastery. Bis dann!